Ja, gegen 10:30 gestern Abend haben hier etwa 50 Angehörige der Hells Angels das Stammlokal der Bandidos hier in Duisburg besucht auf der Charlottenstraße, haben da offenbar sämtliche Scheiben eingeschmissen, haben noch mindestens eine Rauchbombe gezündet und sind dann wieder abgehauen. Die Polizei hat jetzt hier Kräfte zusammengezogen, damit es nicht zu weiteren Ausschreitungen kommt. Und jetzt stehen hier die Bandidos vor den Scherben ihrer Stammkneipe. Geschickt, sagt mir, geht's nicht so gut.